Im heutigen Video dürfen wir nicht die falsche Rutsche nehmen, ansonsten nehmen uns die Backrooms gefangen. Samuel, wir müssen uns für die richtige Rutsche entscheiden. Was hättest du lieber? Zusätzliche Finger oder zusätzliche Zehe? Ich sag dir so, wie es ist. Zusätzliche Finger, damit ich noch mehr zocken kann, Junge. Ja, dann safe Finger. Aber was willst du mit zwei zusätzlichen Zehen? Das ist doch gar kein Sinn. Überleg mal, was will man denn mit Fuß, nee, also mit Fußzehen? Nee, da muss ich... Nee, da muss ich... Also ich sag ehrlich, nee. Aber warte mal. Was? Vielleicht, weil wir sind ja hier in den Backrooms, vielleicht ist das eine Falle, weil das ist eine rote Rutsche. Ja, dann geh nicht direkt rein, dann warte noch kurz, lass überlegen, du kannst nicht direkt rein. Nee, also ja, ich würde aber trotzdem zusätzliche Finger sagen. Vielleicht ist das auch so ein Psychologiespiel, ich weiß auch nicht, ey, aber Junge, jeder würde doch lieber zusätzliche Finger haben wollen. Also ich sag auch Finger, sollen wir reingehen? Oh, wir machen jetzt Risiko, Samuel, wir müssen hier runterrutschen. 3, 2, 1, go! Zusätzliche Finger! Wir haben uns auf jeden Fall für das Richtige entschieden. 10 Millionen Stimmen zu 4 Millionen Stimmen. Ja, guck mal, was hier. Was ist das denn? Wir müssen jetzt hier irgendwie den weiteren Weg finden. Also wir haben auf jeden Fall schon mal... Hä, wo lang geht's denn? Hä? Nothing here. Nichts ist hier? Die haben uns hops genommen. Warum ist hier ein merkwürdiger Smiley? Ja, ich sag dir ehrlich, lass schnell raus von den Backrooms. Ich hab hier ein bisschen Angst. Aber warte mal, hier geht's auch lang, guck mal. Ja, aber ich glaube, hier ist nichts. Nee, das ist nur ein Raum, das ist nur ein Raum. Warte mal. Was ist das hier? Guck mal, hier geht's, glaube ich, zu den nächsten Rutschen. Jump, oh, ey, jump, jump, jump. Du musst springen, pass auf. Was ist das hier? Ist das? Du darfst nicht sterben. Oh. Oh. Rüber. Oh. Okay, ich hab's. Let's go. Ich hab's. Ey, guck mal, wer da ist. Was würdest du lieber sein? Ein jüngeres Geschwister oder ein älterer Geschwister? Aber warte mal, was will der Typ hier vorne? Ah, der schreibt nur eine kurze Anmerkung. Die Gewinner-Slides werden durch die Stimmen der Spieler entschieden. Einschließlich meiner Stimme. Ich, der Entwickler, habe nicht gewählt, die Spieler haben gewählt. Ah, aha, okay. Also wir. Genau, wir müssen halt immer das überlegen, was die meisten Spieler ausgewählt haben. Und hast du Geschwister? Ja, ne? Ich glaube, du hast, ne? Ich habe einen Bruder, ja. Ja, ich bin Einzelkind, deswegen weiß ich nicht. Man muss sich jetzt mal vorstellen, aber kann man, guck mal, so ein großer Bruder ist doch immer was Cooles. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, viele wollen eher jüngere Geschwister sein, bin ich dir ehrlich. Ja, ich glaube auch, viele würden lieber jüngere Geschwister sein und hätten aber lieber einen älteren Bruder, weißt du? Also, obwohl, nee, ich sag älteste Geschwisterchen. Ich sag jüngeres Geschwisterchen. Ja, okay, wollen wir uns aufteilen oder was? Ja, okay, okay, 3. Okay, ich sag älteste Geschwister, let's go! Let's go! Oh, komm! Nein! Ja, es ging an mich! Hä, was mit dir passiert? Stani, wo bist du? Stani? Sammy, du musst mir doch helfen. Wo bist du? Ich kann nicht zurück. Warte, ich lauf die Treppe zurück. Es geht nicht. Es geht nicht, Bro. Es geht nicht. Ich wurde angegriffen, Seven. Es geht nicht. Nein. Ich komme. Oh Gott, Bro, ich bin gestorben. Leute, ich bin kurz gemutet. Ich kaufe mir jetzt die Waffe und troll Stani. Hier und mach die richtige Wahl. Krass. Also, viele wollen wirklich eher das Geschwisterchen sein. Ja. Aber auch gar nicht so knapp. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das stimmt. Du, wo hast du denn die Pistole? Hast du die gekauft, die Monsterwaffe? Nee, die habe ich gerade bekommen. Oha, okay. Ja, den hab ich gerade bekommen. Oh, no way out. Es gibt hier wohl keinen Weg nach draußen. Ey, Sammy, pass auf, Junge. Ich schieß hier rum. Kann ich dich abschießen? Ey, auf damit. Komm mal her. Ey. Ey, Sammy, wir sind keine Freunde gleich mehr. Ey, treff ich dich? Nein, triffst du nicht. Da passiert ja gar nichts, okay, Junge. Chill, ich komm. Nein, ich komm. Lass uns Freunde bleiben. Ich komm doch. Aber warum kann ich dich nicht abschießen? Ja, weil du gemein bist. Och Mann, ich kann die anderen auch nicht abschießen. Was ist denn das hier? In welchem würdest du lieber leben? Baumhaus oder Höhle? Also ich sag dir ehrlich, ich sag, die meisten haben bestimmt gewählt in einem Baumhaus. Und überleg mal, wie schön das im Baumhaus ist. Da hast du so eine komplette Übersicht über alles, weißt du? Baumhaus ist schon viel cooler als Höhle. Aber was ist das denn hier? Ist das mein Wohnzimmer, oder? Und außerdem könnte auch in der Höhle gefährliche Monster und so sein. Und Fledermäuse und so. Ja, und Höhle ist... Schon Nee. Wer will schon gerne in der Höhle leben? Ich will nicht in die Höhle. Was sagst du? Also ich hätte lieber Bock auf ein richtig cooles Baumhaus. Und ich habe mir damals als Kind auch Baumhäuser gebaut. So. Jetzt okay, ist es raus. Ja, dann lass Baumhaus. Let's go, Baumhaus! Ich schieß rum!
Oh, 12 Millionen Leute würden lieber in einem Baumhaus wohnen. Wie cool easy. Ist das denn? Easy peasy. Okay, das ist auf jeden Fall... Oh, Seven, aufpassen. Das stinkt hier ganz schön. Wow. Oh, hast du da hingekackt? Ey, hast du Kacka so gemacht? Aber guck mal, hier gibt's auch noch... was ist da hinten? Hier ist nichts mehr. Ich dachte, hier ist vielleicht noch was. Pass auf, da darfst du nicht reinfallen. So, ausgewichen, sehr gut. Geh du vor. Ich trau mich nicht, Seven. Doch, geh vor, ich warte hier. Ist hinter irgendwas noch? Nee, da ist ein Fernseher. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie aus diesen Backrooms rauskommen. Komm, geh du vor. Ja, okay. Was? Was ist da? Ey, Junge, hör doch auf. Junge, da ist gerade jemand entkommen. 39 Minuten. Der ist aus den Backrooms entkommen. Krass. Okay, das ist krass. Also. Pfannkuchen oder Waffeln? Das ist einfach. Waffeln, oder? Nein, Pfannkuchen. Hä, Pfannkuchen? Safe. Ja, obwohl ich glaube auch Pfannkuchen, aber ich feiere Waffeln irgendwie mehr. Echt? Nee, ich gehe Pfannkuchen, ich mag Pfannkuchen mehr. Ja, ich komme mit, ich vertraue dir jetzt, weil du weißt irgendwie alles. Komm mit und wir sind hinter dir. Ja, easy. Boah, ist so krass, ja. Aber boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, sag ich dir ehrlich, ne? Lass mal hier rechts reingehen, was ist da denn? Hier ist auch nichts. Hier ist gar nichts, ne. Was ist da vorne? Die Hinterzimmer brauchen deine Stimmen. Die erste Folie, die du wählst, zählt als deine Stimme und wird zu allen anderen. Okay. Den ersten Slide, den wir auswählen, wird immer gezählt. Unsere Stimme wird quasi auch gezählt für andere Leute dann, die hier reinkommen in den Backrooms. Ja, das stimmt. Was würdest du lieber sein? Wirklich? Richtig stark oder wirklich richtig schnell? Also ich glaube eher schnell. Also die Leute. Ich sag dir, nein. Bro, jeder wäre doch lieber... übelst stark. Überleg mal, wie cool das ist. Ja, aber guck mal, wie krass das ist, wenn du richtig schnell bist, so superheldenmäßig. Ja, so flashmäßig. Ja, aber, genau. Aber ich finde es viel cooler, wenn man richtig stark ist. Ich bin für schnell. Also ich bin für stark, Leute. Okay. Überleg mal, wenn ihr so richtig viele Muskeln habt und einfach der Stärkste der Welt seid, das ist doch viel cooler als so richtig schnell. Es ist auch cool, aber ich bin trotzdem für schnell. Komm. Also ich nehm stark. Okay, let's go. Und... Nein, das kann doch nicht sein. Ja, doch. Wie viel Leute? Oh, die Hälfte. Oh mein Gott. Die Hälfte. Was passiert? Oh mein Gott, Stani? Ich wurde angegriffen. Von wem? Von irgendeinem roten Mann aus dem Backroom. Ich hab doch Waffe dabei, sag doch Bescheid, Junge. Ja, aber wie viele Leute wollen schneller sein als stark? Ja, das ist eigentlich klar. Aber du hast ja voll die Ahnung, Savage. Ja, guck mal, hier bin ich. Ey, auch richtig krass. Hast du das schon mal gespielt, oder Nee, hab ich nicht. Hab ich echt nicht. Oh Gott, pass auf. Ich glaube, wir müssen runter. Komm, wir müssen jetzt hier runter, let's go. So. Springen. Und jump. Ey, du hattest bisher noch keinen Fehler, ne? Das ist echt gut. Komm, lest du wieder vor. Was ist das denn? Welches wäre besser, durch die Luft fliegen oder unter Wasser atmen? Also, ich sag durch die Luft fliegen, ich sag dir ganz ehrlich. Ich glaube auch durch die Luft fliegen. Oh ja, das ist zu, glaube ich, zu 90%, ja. Aber das wäre auch cool. Das wäre auch cool gewesen. Unter Wasser atmen. Oh, aber knapper als ich gedacht habe. Mal gucken. Sag ich ehrlich, knapper als ich gedacht habe. Ey, gar nicht so großen Unterschied, muss man sagen, Leute. 8 Millionen Stimmen. Überleg mal, wenn du durch die Luft fliegen kannst, kannst du auf der ganzen Welt, egal wo du hin willst, kannst du hinfliegen. Viel besser. Und unter Wasser atmen ist auch cool, aber boah. Was ist beängstigender? Spinnen oder Schlangen? Ganz klar. Spinnen. Auf jeden Fall, Leute. Schlangen, finde ich, sehen richtig süß aus. So eine kleine Schlange hier. Was für süß? Ja, Junge, ich hatte schon mal eine Schlange auf dem Rücken gehabt. Echt jetzt? Ja, dass du das so auf Arme und so. Was machst du denn für komische Sachen? Aber gut. Schlangenshow war ich. Ja, so viel komische Sachen. Aber ich gehe als Spinnen auch. Ja, die Leute haben safe mehr Angst vor Spinnen. Safe. Hundertprozentig. Ja. Ganz easy, Freunde. Ganz easy. Ich bin mal gespannt, ob auch gleich so richtig so knappe Fragen kommen, weißt du? Ich weiß nicht, ob wir. Hey, wohin gehst du? Das ist der Stuhl der Wahrheit, Seville. Das ist der Elektrostuhl, komm runter da! Yeah! Bro, das kann ein Elektrostuhl sein, wir sind in den Backrooms. Ja, okay, komm mit. Stell dich doch mal. Wo geht's hier lang? Hast du jemals deine Nase, was? Ah, die meint Popeln. Leute, habt ihr schon mal gepopelt? Ich popel schon öfters.
Ich hab auch schon mal gekurbelt. Und ja, dann habe ich das angeworfen. Ey, hör mal auf, ist ausgetrocknet dann bestimmt. Junge, jeder hat schon mal gepopelt, 100%. Ja, ich glaube auch. Und Seven ist der größte Popel. Junge, hör auf, Junge, du schmeißt mich mit deinem Popel ab. Oh, ey, das stimmt, jeder hat wirklich schon mal gepopelt. Ja, aber das ist klar, Leute, das war klar eigentlich. Was haben wir jetzt? Pass auf, pass auf. Okay, komm, wir machen hier schnell links, rechts, Kombination hier. Wieder diese... Mach du auf. Ich mach sowas nicht. Oh, der macht schon auf. Du, was ist da? Okay. Sieht auch eigentlich gut aus hier. Hier ist ein geheimer Raum. Sieht aus... Warte mal. Hä, ich glaube, da geht's... Warte mal. Hier rechts. Mehr Räume. Guck mal, hier rechts. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen eine andere Seite lang, um auf die Backrooms rauszukommen. Ja, wir müssen hier lang. Okay, ja. Guck mal, der weiß uns hier sogar den Weg. Der hat Ahnung. Ehrenmann. Ehrenmann hier. Oh, was ist besser? Äpfel, also ich persönlich finde Orangen besser. Äpfel oder Orangen? Ich sag ehrlich, auch Orangen. Ich glaube, die meisten haben auch Orangen, aber es ist knapp. Es ist ganz knapp, sage ich. Ich glaube, sogar die meisten haben Äpfel ausgewählt. Glaubst du? Ey, Bro, ich trau mich nicht. Ich kann nicht nochmal falsch liegen. Ja, also ich sag's so, ich bin kein einziges Mal... Komm, wir machen es so. Du gehst diesmal vor... Sagst nix. Immer vor. Ja, nein, und sagst jetzt mir nichts. Du vor. Ich kann doch jetzt nicht vorgehen. Ich gehe Orangen. Echt jetzt? Der Typ ist auch Orangen gegangen. Und was ist es? Es ist Orangen, Bro. Ja. Ja, du willst mich, oder willst du mich hops nehmen? Leute, ich weiß nicht, ob Stani lügt, Freunde. Es ist Orangen, also, dann bleib halt da. Ja, aber warum sollte er mich anlügen? Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe auch Orangen. Nein, geh nicht! Ich würde ja aufstehen, mich anzulügen. Geh nicht, Orangen. Apfel. Ja, guck mal. Ey! Bro, du wolltest mich anlügen! Ja, weil ich wusste, dass es Apfel ist, Junge! Bro! Ich wusste, dass es Apfel ist! Ich fall durch die Welt! Hä? Wo denn? Hä? Wo ist Stani hin, Freunde? Hä, wo bin ich? Bro! Hier bin ich, bin durch die Welt gefallen. Oh, hey, WTF, wo bist du denn gelandet? Komisch. Junge, die Backrooms wollten mich woanders hinbringen. Aber wie gesagt, wenn ein Gegner kommt, ich habe eine Waffe dabei. So, zack. Zack, zack. Okay, was würdest du eher bevorzugen? Umarme eine Schlange oder einen Frosch küssen? Ey, Bro, wer will denn einen Frosch küssen? Überleg mal, das ist so ein Warzenfrosch. Nein. Also ich sag dir ehrlich, ich umarm lieber eine Schlange. Ich umarm aber sowas Schlange. Von, Freunde. Junge, ich umarm so das kannst du vergessen. Was? Ich bin im Aufzug. Bro, hier ist ein Typen-Clown. Oh mein Gott, Bro. Bro, hier ist irgendwo ein Clown. Ja, Junge, hä? Du willst mir doch nicht erzählen, dass die Leute lieber einen Frosch küssen würden. Bro, ich hab grad den Clown getötet, dieser Blöde. Aber Bro, ich hab mir jetzt auch eine Waffe. Nimm dir eine Waffe, du musst dir eine Waffe holen, ich kann den Clown dann töten. Aber was, einen Frosch lieber küssen? Ja. Freunde, was habt ihr denn da ausgewählt? Ey, also da frage ich mich auch, was die Leute gewählt haben. Jetzt bin ich auch durch die Map gefallen. So viel, Bro. Oh. Wie viel mehr? Ey, so viel mehr würden lieber einen Frosch küssen. Also, das ist doch Quatsch. Das verstehe ich nicht, Freunde. Also, bin ich ehrlich mit euch. Ich habe jetzt auch hier eine Laserwaffe, Junge. Also, wenn jetzt hier nochmal jemand Ärger machen sollte, werde ich die direkt mit der Laserwaffe holen. Weiter geht's. Also, das war, ey, das war komisch. Wer das war wirklich komisch. Küsst denn lieber einen Frosch? Bah, überleg mal, so ein ekliger Warzenfrosch. Ja, welches wäre besser? Marshmallows regnen oder Skittles? Ja, das ist easy. Das ist easy. Das ist easy. Ich weiß jetzt schon. Ich weiß schon. Sag, was du meinst. Skittles. Ich würde sagen... Skittles. Ich würde auch Skittles sagen, wäre besser. Safe Skittles. Sollen wir Skittles rein? Skittles. Ja, komm rein. Ja, komm rein. Geh du zuerst. Ja, ich gehe. Gelb, meine Farbe. Ja, es ist Skittles. Es ist Skittles. Bro, wehe, du lügst. Wehe, du lügst. Ja, es ist Skittles. Oh, aber knapp, Bro. Richtig knapp. Yep. So sieht's aus, mein Freund. Also so sieht's aus. Da muss man wieder sagen, da hat Seven auf jeden Fall einige... richtig guten Riecher gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so oft wie ich rumpopel, da ist die Nase immer sauber bei mir. Ich finde. Aufpassen. Warte, zack. Zack, rüber hier. Okay. Easy. Das ist aber groß. Wie nennt man diesen Sport? Ja, Bro. Das ist Fußball. Ja. Zocker. Wer sagt Zocker? Sagst du Football?
So, hey, man sagt natürlich Fußball. Hä, hey, bist du blöd? Bist du dumm, man sagt doch nicht Soccer. Natürlich heißt es Soccer. Ey. Auf Englisch heißt Fußball Soccer. Junge, die meisten Leute sagen Football. In Amerika vielleicht, aber richtig heißt das Soccer. Nein, das heißt Football. Ja, okay, dann geh bei Soccer rein. Los, geh bei Soccer rein. Hä, Soccer? Ich geh Soccer rein. Du bist so dumm, Bro, du bist so dumm. Oh mein Gott, du wirst so in die Backrooms kommen. Hä? Hey! Ja! Hey, was? Ich hatte recht gehabt. Bros, geh in die Toilette, komm zu mir. Ja, oh hey, mein Gott, ich hab ihn getötet. Ja, ich hab ihn getötet. Die würde ich jetzt holen. Also Leute, eigentlich in... Also richtig heißt es Soccer. Aber gut, die Leute haben Football ausgewählt. Jetzt kommt was Krasses. Verstehe ich nicht. Also, bessere Form... Also ich warte jetzt auf Seville noch. Ich komme. Kommst du überhaupt hier hoch? Hör mal auf zu schießen. Nicht, dass du mich triffst mit deiner Wasserspritzpistole. Hör mal auf. Oh, Junge. Ist mir egal. Ich kann hier so viel schießen, wie ich will. Komm. So, was ist besser? Was machst du lieber? Anrufen oder SMS schreiben? Ich sag ehrlich, ich schreib lieber bei WhatsApp. Ich schreib auch eher WhatsApp, aber ich glaube, dann ist es SMS. Ja, also wer ruft denn heutzutage noch an, Leute? Nee, SMS. Ey, safe SMS. Freunde, also, ihr ruft die doch auch nicht an, oder? Nee. Hä? Ey, als ob die Leute... Bro, bei mir steht Congratulations, ich hab gewonnen. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat mich hops genommen. Hä? Bro, ich hab den Clown hier eliminiert. Ja, okay. Ich hab den Clown eliminiert. Bei mir war eine Rutsche. Als ob die Leute lieber anrufen. Verstehe ich auch nicht. Aber Bro, bei mir war gerade eine Rutsche mit Congratulations und die haben mich hops genommen. Ich bin runtergefallen. Ja, das war so eine Prank-Rutsche wahrscheinlich. Ja. So, Telefonanruf sogar so viel mehr. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Also, oh, das ist schwer. Das ist richtig schwierig. Schwere Frage. Das ist die Frage, welche die Menschheit schon ihr Leben lang beschäftigt. Ja. Also, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Ich bin ehrlich, ich sag ganz klar das Huhn. Nein, guck mal. Doch. Es muss... Nein. Wie soll denn ein Huhn einfach so hergekommen sein? Durch die Evolution. Wir Menschen sind ja auch evolutioniert. Ja, aber da gab es ein Ei. Ein Ei. Das Ei ist doch zuerst da gewesen und da ist das Huhn rausgekommen. Ja, da hast du auch recht. Das ist auch ein guter Aspekt, ne? Was kam, das ist jetzt... Ja, nee, dann Ei. Du hast recht. Du hast schon recht. Es muss das Ei sein. Ja, ja komm, lass Ei. Lass Ei. Das ist das Ei. Ich habe auch gerade gesehen, der Typ kommt wieder von vorne hier. Der hat nämlich gar keine Plan und ich sage... Ja, Ei ist richtig. Logischerweise. Das war stark. Immer? Er sagt, das ist der Ausgang. Ey, aber ich sag dir ehrlich, Seville, irgendwie ist... Das ist Prank. Das prankt. Das prankt uns. Das prankt uns. Weil in den Backrooms, ich habe eins gelernt, es gibt nicht einfach so einen Ort, wo man rauskommt. Ja, das ist komisch. Guck, der Typ geht auch nicht direkt durch. Ey, das ist oder? Der einfach ein einziges Weg hier. Es sagt, dass dies der Ausgang ist. Kannst du es testen? Ja, super. Warum sollen wir das testen, ey? Es können da jetzt richtig heftige Monster auf uns warten. Wir müssen jetzt runterrutschen, ne? Wir müssen runterkommen. Let's go. Let's go. Bitte, lass mich leben! Oh mein Gott, es geht weiter. Es geht weiter. Oh! Schwieriger. Instrument, oh Gott, das wäre jetzt. Gitarre. So Schlagzeug ich will auch cool. Gitarre sagen. Schlagzeug ist auch cool. Klavierfeier, ich glaube Gitarre. Ja, ich sag Gitarre. Komm. Also ich sag ehrlich, so als Kind fand ich Gitarre auch am coolsten. Ja, ich auch. So E-Gitarre und so. Nein! Nein, Bro. Ein Drache! Oh mein Gott! Siren Head! Bei mir ein Drache! Oh Gott, bei mir war Siren Head. Er hat mich getötet. Eliminiert. Ich bin gestorben. Ja, aber was war's aber denn jetzt? Schlagzeug. Lass Schlagzeug rein. Jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Klavier? Ey, als ob. Oh Gott. Bro, nein. Oh mein Gott. Oh. Das ist doch ein Witz, oder? Es ist echt ein Witz. Es ist Klavier. Ist doch nicht Klavier. Aber guck mal, Klavier war auch die einzige Sache, die gelb ist. Ja, aber... Das ist doch frech. Trommeln? Wo stand denn Trommeln? Okay, komisch. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Oh mein Gott. Ja, okay. Das Schlimmste, was man im Dunkeln machen kann. Fernsehen, gruselige Musik oder Fange spielen. Ja, also gruselige sorry. Musik? Aber überleg mal, es ist dunkel und dann kommt gruselige Musik. Ja, das ist krass. Horrormäßig, deswegen ich würde das sagen. Und das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann. Weil Fernsehen gucken ist ja nicht schlimm, wenn es dunkel ist. Nee, ist es auch nicht. Und Fange spielen geht so, auch nicht so. Ja, Fange spielen ist...
Bro. Wenn das jetzt nicht ist, dann ich aus. Ich würde auch in wenn die Mitte gehen. Wenn das jetzt nicht ist, gruselige Musik, ja. Ja, recht. Ja, okay. Das heißt, Fange spielen. Das ist mit ganz vielen Stimmen richtig gewesen, Freunde. Das Bro, war was easy. Was ist denn aber mit Fange spielen gruselig? Das gruseligste Monster. Vampir, Werwölfe, Zombies. Oh. Also, ich sag, Zombies finde ich am gruseligsten. Boah, ich sag ehrlich. Was meinst du? Ich finde auch Zombies ziemlich gruselig. Ich finde die so am gruseligsten. Aber Vampire, Junge, die trinken einfach Blut. Ja, aber die sind nicht so gruselig wie Zombies. Ja, Zombies sind auch eklig, weil die sind ja so halb tot und so, Leute. Das ist ja. Also ich würde Zombies sagen. Komm, wir gehen rein. Werwölfe finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, weil das sind so Hunde, so, weißt du? Es sind Zombies. Boah, es waren wirklich Zombies gewesen. Krass. Heftig. Nice one. Was ja, kommt weil als guck mal, nächstes? Zombies stinken, glaube ich, auch, weißt du? Zombies ja, stinken ja, so richtig. Die riechen so ein bisschen wie du, finde ich so. Ey. Ey, hier ist ein Geheimraum vielleicht? Nee, guck mal, wir müssen hier runter. Ich spring einfach runter. So, ey, wow. Boom, voll ins Wasser gesprungen. Das ist eine coole Frage. Am meisten Spaß auf dem Spielplatz hat man noch mit der Rutsche. Ja, ich sag Schaukeln direkt. Schaukeln ist cool. Wippe ist auch cool, aber Rutsche macht immer am meisten. Wobei Spaß. Ich aber sagen muss, ich habe Schaukeln gerade noch nicht gesehen. Ich finde Schaukeln am coolsten. Junge, Schaukeln macht nur langweilige Loser. Ich geh Schaukeln rein. Mal ich gucken. Geh rutschen, Bro. Rutschen! Und. Oh mein Gott! Schaukeln macht richtig. Ah! Wer ist bei dir? Five Nights at Freddy war da gewesen. Oh mein Bro. Gott, zum Glück habe ich ihn nicht getroffen. Schaukeln war wirklich. Ey, das gibt's doch nicht. Ja. War das knapp? Nee, Schaukeln war schon relativ. Siehst du ja, glaube ich, gleich, oder? Bro, nee, mehr nicht. Leute feiern Schaukeln als Rutschen. Ja, aber wenn du so überlegst, Schaukeln ist cooler als Rutschen. Also, Bro, wo sind wo wir lang? Hier, schwimmen bestimmt. Oh, hier durchschwimmen. Oh ja, ich sehe es, ja. Nice. Stein. Oh, Gottes Willen. Krass schwer. Das ist schwer. Ich sag dir, Stein, Bro. Papier oder Schere. Ich sag dir, die meisten nehmen Stein. Hundertprozentig. Ich würde auch sagen, dass die meisten Steine nehmen, ja. Hundertprozentig Stein. Weil Stein ist am einfachsten zu machen, so. Das machst du ja nur, zack, Stein. Fertig, boom. Ja. Mal gucken, ob es stimmt. Ja, Felsen. Ja, ist ja Stein. Ist Stein, let's go. Wo sind wir jetzt hier hingekommen? Du, das sind die. Bro, das sind die umgekehrten Backrooms, glaube ich. Echt jetzt, hä? Oh, rutschen, let's go. Wohin? Bestes Trollgesicht, ja. Ist eine klare Geschichte, C, oder? C, oder? Bro, C ist so das Beste. Ja. Ja, Leute, bei mir war tatsächlich C richtig. Und ja, C. Easy. Ja, Bro. Ganz easy. Klar auch C, das war echt einfach. Ja, das stimmt. Also da weiß ich auch nicht, wer da das Falsche gewählt hat. Hey, Samuel, werden wir es schaffen aus den Backrooms raus, oder was? Ich hoff's. Hä, bester Jack O'Laterno. Jack O'Lantern, ja, das ist. Kennst du den, aber ich würde B sagen, ja, auch ja, B, oder? Ja, ja, ich. Weil der sieht am gruseligsten ich aus. Ich sag A oder B, aber ich würde B sagen. Ich würde auch B sein, Leute, der sieht am coolsten aus. Hoffentlich stimmt's, Freunde. Und also, ich guck es mal. Stimmt! Ja, B. Ich kenn den gar nicht. Was ist das für ein Typ? Das gibt's auch in Fortnite, diesen Skin. Jack O'Lantern, ja, das ist so ein Halloween-Skin. Aus Fortnite, aber das ist das so ein Gruselskin ja, oder ja. So, oder? Ja, ja, so ein Gruselskin, glaube ich. Guck mal, hier sind so. Bro, hier sind so Fenster und so. Was Junge, ist wollen denn hier jetzt? Die rauslotsen oder so? Oh, beste Mahlzeit. Frühstück, Mittagessen oder. Bro, ich sag ehrlich, Mittagessen. Ich sag auch, Mittagessen ist am coolsten. Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Frühstück ist cool, weil Frühstück gibt's so lecker Müsli, so Nutella, aber Mittag, Junge, da kannst du auch mal McDonald's gehen. Ja, und aber Burger King. Ich mag so früh nicht aufzustehen und Frühstück mag ich nicht so. Deswegen. Und manchmal habe ich auch früh gar keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Ey, schreibt mal unten in die Kommentare, Leute, ob ihr frühs Hunger habt oder so. Nee. Mittagessen. Mittag, Junge, Mittag über so lecker Milchreis safe. Und so. Oder Pfannkuchen und so, das ist. Oh, ja, richtig. Aber auch knapp, aber geht so. Ja, geht, aber ist schon. Jetzt müssen wir hier hochgehen. Mal gucken, was jetzt kommt, Freunde. Ja, bin ich jetzt auch gespannt hier. Was ist das denn? Am meisten. Okay. Die unnötigste Taste auf der Tastatur sozusagen. Ja, Pause, Break, oder? Ich würde auch Pause sagen. Also ist eigentlich also ganz klar. Wer benutzt die Pause-Taste? Niemand. Ich weiß noch nicht mal, wo die ist. Ja, ja, ich auch nicht. Also. Es ist falsch! Nein. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich bin bei Squid Game! Ich war auch bei Squid Game, schieß den ab. Ja, nein. hab ich. Oh Gott, ich bin in den Backrooms, Bro. In der Radiation Area. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's geschafft. Hast du's? Oder? Was ist denn dann richtig? Ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht dann.
Ich warte mal auf dich. Die Mitte dann. Vielleicht, also ja. F12 ist schon. F12 nutzt man ja schon. Aber vielleicht nur, weil die Leute. Ja, okay, das ist in der Mitte, Bro. Das ist in der Mitte. Ja, aber guck mal, wie dicht auch alles beieinander so, weißt du? Ja, ich glaube, viele wussten nicht, was es ist. Ich denke auch, viele wussten nicht, was in der Mitte das ist. Haben das wahrscheinlich in der Mitte ausgewählt. Okay, guck mal, wo wir jetzt hier schon den Backrooms sind. Das sind die normalen Backrooms wieder, ne? Irgendwie. Was ist hier? Oh Gott, okay. Geh da nicht rein, Alter! Oh! Alter, Bro, ich dachte gerade, ich fall runter. Nicht, dass hier jetzt irgend so einer um die Ecke kommt, hier irgendwo der uns entführt. Boah, das ist cool, das ist cool. Bester Roboter, Optimus Prime, oder? Aber ich glaube, die meisten werden Freddy auswählen. Ich sage auch Freddy, ja. Ich finde Optimus Prime am coolsten, weil er ultra stark ist. Aber R2-D2 ist eigentlich ein Dulli. Ja, übrigens der Dulli. Auch, dass die meisten Freddy halt cool Ja, sind. Ich ganz klar Freddy. Weil Freddy auch so im Hype ist, so, ja, weißt du? Ja, safe. Freddy von Five Nights und es ist Freddy. Ja, es ist Freddy. Optimus Prime war relativ wenig, ne? Ich glaube, viele kennen den auch nicht. Wo ist sein Strahlenanzug? Zieh das an. Oh Gott, Bro, wir haben noch gar keinen. Doch, wir haben Strahlenanzug jetzt. Oh, ich habe auch einen bekommen. Hier, gib dir mal. Okay, komm. Okay, sehr gut, Leute, wir können runter. Oh, die Backrooms sind ja... Nein. Oh, Gottes Willen. Jetzt wird's richtig schwierig. Das wird fast unmöglich. Löwe mit dem coolsten Haar. Bro, ich sag links, oder? Guck mal, was ist das denn hier für Dauerwelle? Dauerwelle, Bro. Guck mal, der hier. Ich würde auch A sagen. Das ist ein Alpha-Löwe. Ja, lass Junge, A. Junge, das ist hier, weiß ich auch nicht. A, safe A. Nein. Da steppt jemand. Ey, das kann nicht sein, Seville. Oh mein Gott. Huggy Wuggy ist bei mir. Ich bin bei mir selber. Huggy Wuggy hat mich getötet. Bro, ich hab mich selber angegriffen. Oh mein Einfach Gott. Einfach ein Spiegelbild von mir war da gewesen. Oh mein Gott. Ja, dann ist es der aber hier. Der mit den lilanen Haaren? Ja, komm, lass den mit den lilanen Haaren. Dann ist es der, als Freunde. Ob, Junge. Als ob jetzt. Ja, der ist es. Ja, okay. Aber viele haben auch A gedacht, so wie wir. Ja, das stimmt. Crazy. Bestes Schreibwerkzeug. Bleistift. Aber das erste ist, glaub, Kreide oder so, was die meinen. Nee, das erste ist Füller, Bro. Nee, das sieht aus wie Kreide. Crayon ist Kreide. Ich würde sagen Bleistift, oder? Safe Bleistift, Freunde. Wir gehen mal durch und gucken. Ja, oha! Ja, oha! Leute, die Leute sind übelst gehypt auf Bleistifte. Am schlechtesten... der ekligste Burger. Haarburger. Zahnpasta. Fingernagelburger. Bro, das ist der ekligste von allen. Das ist der ekligste von allen. Bro, Fingernagelburger, Leute. Ja, da müssen wir aber rein. Das also ist der ekligste. Also ich sag mal ehrlich, Zahnpasta könnte man noch essen. Ja, schon, aber nee. Haare ist aber auch eklig. Ja, aber Fingernagel. Ja, Fingernagel. Boah, ey, wird echt übel, wenn ich dran denke, ne? Fingernagel, überleg mal, sind so Fingernägel drauf. Hey. Ja, wir sind durch. Doch. Stimmt, wir sind durch. Nein, ich bin bei Among Us. Hä? Ey, Bro, ich bin durch die Welt durchgefallen. Ja, dann, nee, das stimmt aber auf jeden Fall nicht. Dann ist es Haarburger. Muss es Haarburger sein. Aber Fingernagel viel ekliger. Also Haare auch, ja, Haarburger. Ja, beides sehr eklig. Beide fanden sie sehr eklig. Aber Haarburger. Ja, überleg mal die Haare so dazwischen. Ja, und so. Auch eklig. Puh, Teufel, Leute. Pa! Da vorne ist jetzt irgend so eine. Ehrlich? Oh, ja, hier geht's runter. Okay, hier geht's runter. Und rote Rutsche ist meine Lieblingsrutsche. Die besten Chips. Cheetos. Meinst du? Cheetos, keine Frage, das stimmt. Komm mit. Doritos auch. Nein, komm mit. Oh, komm nicht mit. Bro, ich sag doch Doritos, mein Bester. Ist Doritos richtig? Doritos. Ist nicht richtig. Cheetos und Doritos waren falsch. Dann, was? Dann Fritos? Kenn ich nicht. Was ist Fritos? Bro, die anderen kenne ich auch nicht. Fritos ist es auch nicht. Oh Gott. Ja, Grinch hat mich geholt. Super, der Grinch. Bro, wer ist bei mir jetzt da? Ey, wer ist das denn nochmal, dieser... Warte mal, Cheetos ist auch nicht? Nee, Bro, es ist das ganz Rechte. Nee, Doritos war ich doch, Bro. Ah, dann Tostitos. Ey, was ist denn Tostitos, Bro? Bro, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, 2 Millionen, ja, das kennen wir nicht bestimmt. Ja, das irgendwas ist... Irgendwas Ami. Irgendwas Amerikanisches oder so, ich weiß auch nicht. Das ist cool. Best AI-generiertes YouTube-Thumbnail... Wo würdest du draufklicken?
Ich finde beide Müll. Alle Müll. Ja, schon, aber was ist das Beste? Das A am besten, finde ich. A finde ich am besten. Nein, finde ich am schlechtesten. Ich finde B am coolsten, wegen dem Clown, das auch da rauskommt und so durch die Rutsche. Ja, okay. Ich sag B. Ich würde nicht B sagen, aber ja. Habe ich schon gesagt. Ist nicht B? Ich bin nämlich runtergefallen. Nee. Es ist nicht B, Bro. Es ist nicht B. Oh mein Gott, oh, Bro. Dann müssen wir jetzt mal auf dich hören. Ich sag D, dann sag ich D. Okay, lass D rein. Also das ist echt schwer. Das kann man ja auch nicht wissen, weil das ja... Und D? Auch nicht. Ja, Bro, dann ist es wahrscheinlich C. Komm, wir gehen mal C rein. Oh! Nein, ey, Bro, es ist A, du hattest recht. Ich hab doch gesagt A, ja. Warum das denn? Du ekliger, ja, weil das am coolsten aussah. Finde ich schön. Du hast voll aus... Ja, aber auch ganz, guck mal hier, das ist also... Knapp, oder? So knapp alles, ja, ja. Oha. Aber du hast mich wieder beste Jahreszeit. So, also, ja, sorry. Ja, Bro, wenn da nicht Sommer ist. Viele finden aber auch Winter cool, aber ich würde sagen Sommer. Nein. Also, ich sag ehrlich, wenn Sommer nicht gewinnt, fress ich Besen. Ja. Was? Ey, das ist crazy. Das kannst du doch keinem erzählen, dann Junge, ist es Winter. Wer findet Winter am besten? Ich fand früher Winter am besten, aber mittlerweile nicht mehr. Nein, Winter ist voller Müll. Bro, es ist selten. Oder vielleicht Frühling? Frühling? Nee. Es ist Winter. Oh, dachte ich's mir. Ey, aber ganz knapp, also wirklich ultra krass. Okay, jetzt mir. Wird's richtig gefährlich. Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, Sam, jetzt wird's ultra gefährlich. Überleben wir das Ganze jetzt oder gehen wir drauf? Oh mein Gott. Hä? Im Bällebad. Schnell aus dem Bällebad. Schnell. Du musst den richtigen Weg finden. Links. Okay, ich komme auch links. Wo lang? Hier, ja, hier, ich hab's. Oh, die Junge. Beste Art von Ei. Ich sag dir ehrlich, ich finde Scrambled Egg am coolsten, aber auch Omelette also ist cool. Rührei findest du am besten. Rührei finde ich am coolsten, Boah, ich finde Sandwich aber auch geil. Ich glaube, die meisten werden Sandwich auswählen, weil es am besten aussieht. Lass Sandwich rein, oder? Ich würde auch sagen Sandwich, ja. Ich glaube, also mit Sandwich ist auch cool. Digga, es... Nee, das kann nicht sein. Ist es nicht, oder Nein, was? Nein, ist es nicht. Ich kann es nicht glauben. Boah, es ist nicht Sandwich. Dann hart gekocht. Ich sag hart gekocht. Ich gehe mal jetzt Omelette rein. Ich glaube, Omelette ist das. Das ist so ein Ami-Ding, weißt du? Ja, ich glaube auch. Bro, Omelette ist es auch nicht. Hä? Ich bin im Weltraum? Dann ist es Spiegelei. Dann ist es ganz normales Spiegelei. Wahrscheinlich dann schon. Ja. Ist es Spiegelei? Es ist ganz normales Spiegelei. Oh. Es ist ganz normal. Bro, aber... Ey, also das ist komisch. Also die Leute haben echt so unterschiedlichen Geschmack. Das hätte ich ja niemals krass. Gedacht. Das ist echt krass. Normales Spiegelei einfach. Ja. So, wo das sind wir jetzt? Das beste Emoji. Bro, das ist aber easy. Ganz links. Tränen, ja, das benutzt jeder, Leute. Das benutzt jeder. Das benutzt jeder so zum Lachen und so. Ey, das ist Schiebung, Leute. Was? Nein, der Clown ist... Oh, ich hab ihn. Das ist Schiebung. Dann, ich sag ehrlich, das ist das Herz-Emote. Das mit den Augen, meinst du? Ja. Dann lass die Herzaugen. Bro, also, WTF? Aber dass wir so fallen... Leute, wir sind, glaube ich, schon zu alt dafür. Ja. Ich dachte wirklich zuerst Herzaugen auch. Also, ich dachte es wirklich. Größter Humbug. Wo sind wir denn hier jetzt? Wo sind wir jetzt hier, Leute? Kommen wir hier noch raus? Oh mein Gott. Vielen Dank. Oh Gott. Oh, das ist cool. Der beste Keks. Oreo? Ey, Bro, Oreo safe. Es ist entweder Oreo oder Schokoladenchip. Ich mag Schokoladenchip mehr, bin ich ehrlich. Ich sag aber Oreo ist geiler. Okay, dann gehe ich Schokoladenchip. Oreo ist King. Let's go. Oh, Schokoladenchip. Ja. Das war aber auch eine sehr krasse Geschmackssache. Let's go. Ey, Oreo ist gar nicht so beliebt. So, Leute, wir machen jetzt... Schlimmste Halloween... Achso, ich warte auf dich. Sorry, ich wusste jetzt gar nicht, dass du noch nicht da bist. Ich komme. Schlimmste Halloween-Süßigkeit. Die schlimmsten. Bro, keine Ahnung. Ich sag mal Zirkuserdnüsse, oder? Bro, Erdnüsse. Oder halt Zuckermais. Bro, ich gebe Erdnüsse. Ah, komm, ich gehe Zuckermais. Erdnüsse. Erdnüsse, ja. Okay, dann komme ich jetzt. Erdnüsse zu bekommen ist wirklich Bluff, sag ich dir ehrlich. Ich komme jetzt. Also, das ist wirklich komplett Bluff. Sam, wir müssen uns beeilen. Wir sind hier gleich durch, Junge. Ja, das Problem ist, ich bin hier gefallen. Was soll ich machen? So ein Roblox-Typi hat mich... Ah, jetzt. Bestes Hybrid-Tier ist hier gerade. Warte, ich komm. Zirkus Erdnüsse war es also, ne? So, ich bin da. Zirkus Erdnüsse mit wie viel Prozent? Oha, voll viele Stimmen.
Also, ich, guck mal ich her. Ich komm jetzt, ja, ich komm. Was kommt denn als nächstes, Bro? Ich sag dir ehrlich, wir müssen hier ein Tier auswählen und ich weiß schon, welches Tier am besten ist. Bestes mal, Tier, Hybrid. Katze und Hai ist richtig cool. Karkkatze. Ja, safe. Katze und Hai ist am coolsten, Freunde. Also, als ob das Ding, das sieht so cool aus. Ja. Oh, Kark, einfach Kark. Hey. Wo sind wir jetzt? Bro, sind wir am Ende? Wir haben es nicht geschafft. Haben wir es? Ja! Hey. Raus hier! Schnell, lauf! Exit, don't go! Geh raus, egal! Ist egal, Leute, ich geh raus. Let's go! Hoch! Schnell. Ja. Haben wir es? Leute! Ja! Wir haben es! Geschafft, Leute! 34 Minuten! Nee, wie viel? Like und 7 up, check 7 up! Tschüss! Let's go, tschüss!